Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Diese Folge kann ein bisschen später kommen, leider. Ich bin ein bisschen gerade eingespannt wegen dem Projekt Fahrradfahren. Wir sind nämlich 30 Leute geworden für das Voiceover und ich möchte, muss und kann mit allen Leuten sprechen, die irgendwie mit diesem Voiceover zu tun haben. Und das hat sehr viel Zeit genommen, aber ich habe wirklich sehr, 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 sehr tolle Menschen kennengelernt. Und ich könnte halt echt alle knuddeln. Und alle, die das sehen, fühlt sich auch gedrückt. Deshalb werde es auch ein bisschen kürzere Folgen geben, weil ich muss die irgendwann hochladen. Und die werden wahrscheinlich ohne Farben schneller machen und so weiter. Und genau. Und außerdem, ich habe eure Klage gehört, also von einem von euch hat gesagt, ja, ich finde einfach hier Red Dead die Story nicht so spannend. Ja, ich verstehe das auch. Ich sehe es auch an den Klickzahlen. Das ist echt, sagen wir mal, es wird weniger geguckt. Also ich merke das schon. Aber auf der anderen Seite, bin ich auch ehrlich, mir macht die Story unheimlich viel Spaß. Und ich versuche, also ich muss zugeben, und das werdet ihr werdet wahrscheinlich alle dafür ein Verständnis haben, ich habe einfach unfassbar viel Spaß. Und mit der Story möchte ich sie auch gerne spielen und auch dann beenden. Leider habe ich jetzt, wie gesagt, aus Gründen Red Dead Online nicht aufnehmen können. Ich werde auch wahrscheinlich mit Mountain Blade eben dieselben Probleme haben, weil einfach dieses Voiceover sehr viel Zeit frisst. Aber wir was ganz, 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 ganz Tolles auf die Beine stellen. Es wird dazu auch nochmal Videos geben. Und ja, so viel dazu erstmal. Deshalb flüchten wir direkt zur nächsten Mission und kümmern uns um die Gegner. Gegners, wo sind die Gegner? Noch 100 Meter. Hey, Garen. Arthur, dumbass. Okay. Thank you. Okay, ich würde sagen, vielleicht machen wir sogar den Überfall als erstes. Wie viel Money haben wir denn? Oh ja, 2100 Money. I think we should do a quest. Do the job here, right now. Ich glaube, das machen wir als nächstes. Komm. Oh, wir sind ja frisch, wunderschön. How you doing, Mrs. Adler? How are you? Been quite a journey since I joined you fellas. Yes. And now you and Dutch have joined high society. My lord above. Yeah, it seems so. I think my days in polite society are over. Well, I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise's mayor's house. If he can do it, anyone can. Will you get any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on, we need to talk. Mrs. Adler, will you excuse us? When are you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, the trolley bus station. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. I ain't never robbed in a city before. Well, you leave the planning to me. You'll ride with me. Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Micah. Well, that depends if you want a massacre or a payday. No, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make him change. Very funny. What is that? What the fuck? What the hell have they done to me? Look, there in the tree line. Everybody take cover! Whoa. The boys are coming! Alter, was? Na, Lan. Rette den Jungen. Da, weg mit dir, Alter, du Drecksack.
ihr Drecksäcke. Alter, was ist los? Ich bin heute on fire. Alles klar. Ich gebe dich zur Vordertür. Alter. Stay away from the window. Geh weg. Geht aber weg, wir kümmern uns um alles. Hab die Schnauze voll, Alter. Rein, 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 rein. Die dreckigen, Alter. Niemand tötet meine Jungs. Wagen. Alter, woher kommen die O'Driscolls gerade? Oh, what the fuck? Hä, wie hat denn der mich getroffen? Hat er das Gewehr nach hinten geworfen oder was? Wird denn der mich getroffen? Ja, vielleicht war es ein anderer. Mega weird. Da unten ist noch einer. Okay, Moment. Ich hab hier Dynamo. Gott, rein da! Alter, was ist denn jetzt los? Weg. Was? Schiebe den Schrank. Was ist das? Ach, den Schrank. Hä? Für noch. Trolls ist gestorben. Was? Ich war doch schon immer. Ah, okay. Puh. Man muss ein bisschen schneller sein. Jetzt auf einmal geht's. Now everyone, I got this. Get these windows covered quickly. John, you take the windows over there. Charles, you take the side door there. Arthur, you take the windows in the back. Go. Alles klar. Wie viel Munition habe ich noch? 200. Okay. Weg. Tot. Sadie, I gotta go help her. Government. Who's this lady here? That's all we had upon us for. Wo sind die denn? Wo sind die Drecksäcke? Was? Ach, spring durch das Fenster und rette Sadie. Alter, ich hab die Schnauze voll. Niemand tut ihr weh. Sehr schön. Alter. Hey, komm. Wir müssen noch mehr umbringen. Vollkommen richtig. We need you in the house, Mrs. Adler. Komm rein. Komm rein. Und drin haben wir bessere Deckung. Miss Adler, wir sollten uns. Na gut. Ah, Treffer, Alter. Boys. Überlebst einfach. Sadie, überlebst einfach. Dann renn. Komm, renn. Mädel, komm. Sadie.
Er ist weg. Komm, 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 komm. Mr. Smith! Got him running! What he do? Lasst uns den Rest umbringen. Jeder Dude weniger ist einer mehr, der besser ist für uns. I think so. Except for Karen here. Poor kid. Mr. Swanson, would you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Already taking care of it. Come on now, work. Colm O'Driscoll. That man can really hate. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving. Away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. Armer Junge. Kieran, that poor kid we spared from O'Driscoll's gang up in the mountains is dead. They chopped his head off and tried to kill the lot of us. Whole place gives me the creeps. Armer Kieran, ey. Das ist ja Wahnsinn. Hätte ich so nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Wir werden wohl weiterziehen müssen. Ich frage jetzt immer, wohin. Oh, Arthur, I can't believe those pigs did that to him. To Kieran? He was such a gentle soul. Yeah, he saved my life one time. I'll miss him. You make the bastards pay, Arthur. If we get the chance... We surely shall. Die werden so dafür büßen. Die Drecksäcke. Okay, wir müssen zurück in die Stadt. Und mit Dutch nochmal sprechen. Ich würde aber gerne bei ihm hier erstmal vorbei und danach zu Dutch. Ich würde gerne Munition holen. Alter. Es ist keine gute Zeit. Ah, oh, danke. Du bist der Beste, hey. Oh, thanks, Bill. Der beste Mann. Dankeschön. So. Ab geht's. Ab zurück in die Stadt. Ja, da haben uns die O'Driscolls wohl gefunden. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo anders hin. Das wird so nichts. Die werden uns jagen, die wissen, wo wir sind, die sind abgehauen, wenn nicht alle getötet. Aber irgendwann ist der Wahnsinn vorbei. Hey, Mister, can you help me? Please help me! Wie kann ich denn? My damn horse died on me and my legs hurt and I need to get home! Ja klar, komm. Be happy to, you know. Oh, you kind, Mister. Ja klar. If he be so kind to take me to LeGrand, that's where I'm from. That's where my people is from. Sure, that's fine. Ist doch gar keine Frage. Don't normally trust no outside man. No offense, mister. Just don't trust him much. Right, all right, ma'am. I don't trust him much either. You seem like a horse rider? Yeah, your whole life, I bet. Horse don't help much in LeGrand, no. Need a horse can swim fine as a duck be much more used to us. Last horse we bucked, got his foot stuck in the mud, gator came and ripped his leg off. The horse just wobbling in the water, another gator came in, took the other leg. Then the horse fell and died before Paul Thomas could come by with a rifle on him. I is no word of lie. Jeez. You sure it's the horse that's the problem? Maybe you should be worrying about the gators. Where was it? LeGras? Well, that's how life is. Bet you travel a lot. You a fool.
Can't find yourself no home to live and grow and die in if you always moving. Can't build no roots down. Can't grow nothing up. Always moving is no good. Whoa. Warum wollte das Pferd nicht mehr nach rechts? We getting close. Don't die on now. Hilfe. Okay, da sind wir in La Gra. Dann werden wir sie mal hier absetzen. Come, lady. Okay, here's good. Thank you, Mister. Please let me give you this on account of you being so kind. Ach, gerne, gar kein Problem. Kannst ja nichts für, dass dein Girl gestorben ist. Hope I never have to be on that horse again. Dang animal. Ja, also sie sind mal wohl keine Pferde. Pferde sind toll. Pferde sind toll. So, dann lass uns direkt wieder zurück jetzt zum Waffengeschäft. Ein, zwei Kügelchen holen und dann. Und so. Dann hier lang. Ich hoffe nur, dass Dutch jetzt keinen Fehler macht. Wir haben ja hier eigentlich unseren guten Kontakt. Aber das könnte sein, dass das jetzt zum Problem wird. Weil dieser reiche Dude, ich weiß nicht mehr seinen Namen, der ist mir wieder entfallen. Der könnte uns tatsächlich hier das ein oder andere Mal nochmal richtig schön vom Karren treten. Ich meine, mächtig genug ist er, es sei denn, er kann sich um die Old Driscolls kümmern, aber wenn die Old Driscolls mit dem paktieren, dann haben wir ein Problem. Also ein richtiges Problem. Weil die Old Driscolls, die werden uns suchen bis ans Lebensende, habe ich das Gefühl. Bis ans Lebensende. Ich frage mich, ob wir irgendwann nach Blackwater kommen werden. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir nicht nach Blackwater kommen. Und das ist gerade so eine Frage meinerseits. Okay. So. Welcome back. Change your mind on something? No. Tell me if you want to try one out. Just one ammunition, eh? So. Ich hole mal, glaube ich, alles. Revolver-Munition ist voll. Ich nehme mal von allem alles mit, einfach weil es geht. Wir haben eigentlich eh genug Geld. So. Oh, you don't mess around. So. Was ist denn? Ah, Accurate Less Shot. Okay, gut. Ist Werbung quasi. Warmend haben wir eigentlich gar nicht. Ne? Also benutzen wir kaum. Flinte ist wichtig. Okay, und das danach. Ja, dann haben wir von allem Munition und wenn uns irgendwas mal ausgeht, dann. Achso. You won't find a better selection of firearms this side of the river. Das denke ich auch, aber ich will mal gucken, warte mal. Kann ich hier irgendwas aufbessern? Ja. I can see you look after your firearm. Ja, natürlich. Was soll ich denn sonst machen? Warte mal. Looks like you've been taking good care of that gun. Nee, das, die hast du gerade sauber gemacht. Glad to see you're taking care of it. So many people don't. I can see you look after your firearm. Ich würde tatsächlich nochmal gucken, ob wir jetzt die. Let me see what's available. Was war das? Die Halbschrot, Halbflinte oder was war das? Das ist die abgesägte. Pump Action, die Repeti. Ah doch, hier. Die können wir holen. Die würde ich mir gerne holen, weil ich die echt mag. Aha. Aha. Die ist ein bisschen. I can give you some better options for the sights. Ja, ja. Immer. Die Size is sharper. I like it. It really suits you. I've got some better stocks that would fit that gun. Nee, can add to stability. That's a fine firearm. Oh, dafür I can fit some nicht. Different stocks for you. Could make it more comfortable on the shoulder. Vielleicht. Doch besser? Ich weiß es nicht. Munition haben wir voll. Dekoration könnten wir machen. Naja, komm. So. Now this should be fun.
Ich guck noch mal nach den hier. Komponenten. Looks like you've been taking good care of that gun. Die haben hier alles gemacht. Ich suche gerade, was haben wir denn am meisten dabei? Den Lancaster, oder? Ne? Der hat eine bessere Genauigkeit, weniger Schaden. Ja, dann nehmen wir mal den Lancaster. Der ist schon sauber. You look after your firearm. I have some better quality components if you're looking for the best. Ja, klar. Ich will immer nur das Beste für das Ding. Okay. Passt. Sehr gut. Ich würde einfach mal das mit der Maserung probieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwie krass besser macht. Aber die Halbschrotflinte. Oh, okay. Ah, eine Kirche. So, die Schrotflinte haben wir. Und hier würde ich gerne das Lancaster mitnehmen. Aber ich habe ja leider schon angedruckt. Wir müssen leider kürzere Folgen machen, damit ich hinterherkomme. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Ciao, ciao. We'll be right back.